So, hallo und alle zur nächsten Folge von League of Legends und heute spiele ich Swain in der Mitte. Ich wollte ein bisschen Abwechslung reinbringen, also eigentlich Swainy Boy, mit dem ich irgendwie eine sehr, sehr gute Winrate. Ich sollte den öfter spielen und ja. Nehmen wir heute mal den Ollen, einfach weil der nicht down zu kriegen ist und ihr wisst schon. Volles Programm. Ärger macht ohne Ende. Finde ich aber gut, besonders wenn ich ihn spiele. So. Problem nur, die Last Hits. Problem bei Swain ist immer die Last Hits. Na, kann schon. Also, wir werden am Anfang wieder einen kleinen Tacken farmen und ich freue mich drauf, wenn ich als zweites Item mir mal das Rylaze hole oder so. Aber so testweise Rylaze machen wir so oder so, weil ich finde, das ist einfach so OP. Na, ich hatte ein bisschen mehr gezogen. Sehr schön, guter Trade. Da ein bisschen was einfach last hit, dadurch kriege ich ja Mana wieder. Ich Mana wieder ein volles Programm, der wird mich jetzt halt pushen. Da kam der Thunderlord wieder. Jo, der bleibt schön drin stehen. Bin ich noch ausgewichen. Ist übrigens wieder ein Normal Game, also. Ich werde zwar aber am Ranked öfters mal spielen. Lol, die kriegt ihr noch. Die kriegt alles genau. Ich kann die Last. Ich kann nicht sehen, wie viel Leben das Minion hat. Jetzt kann ich sehen. Uiuiui, ich skill den eh mal wieder zuerst hoch, damit ich die ganze Zeit poken kann. Schade, dass ich keine Sys gekriegt habe. Eben. Bin aber nicht mehr rangekommen. Weil aber auch nicht flashen oder so für ein Assist. Ich dachte sowieso, dass er wegkommt, aber ach, komm, einmal festhalten und keine Ahnung was, dann wäre es voll den Overkill gewesen. Haben die Gegner einen Bart im Jungle? Was ist da los? Oder ist der Bart Support gewesen? Keine Ahnung. Ich habe nie auf die Teamcomp geguckt. Ich habe so eine Eigenschaft, ich gucke immer nie auf die Teamcomps. Weil so viele Spiele schon gemacht und ich bin jetzt mal zu faul, halt zu gucken. Ich fahre schon mal kurz einen Pot rein. Gut, wurde da mal. Das ist so ein bisschen ein ruhiges Spiel irgendwie, keine Ahnung wieso. Ich konzentriere mich so ein bisschen aufs Last Hitten, einfach weil es nicht einfach ist. Mal den Twisted Fate und Olaf Botlane. Dass die gute Kombi ist, das weiß ich nicht. Denke ich mal, die ganze Zeit ist eh auf denen. Und das zieht schon genug. Einfach, wenn ich kann, ein E drauf. Ein E am Morgen, kein E-Schaden. Den da. Leider das falsche Viech. Verdammt, ich muss mal weggehen. Ja. Did wash. Ich hol mir Rod of Ages zuerst. Und zwar, ja, Sustain. Wir fangen ganz, ganz langsam an. So, probier's mal mit Gemütlichkeit. Und so weiter und so fort. Versuchen wir mal. Ich habe noch keine Ulti gehabt und konnte mich auch nicht hochheilen und bla bla bla. Und Fleisch kommt das jetzt. Die Elfen müssen jetzt Ulti haben, kann die ganze Zeit jetzt hier rumspringen wie sonst was. Müssen Level 6 sein, die USA auch. Abwarten. Wie gesagt, ich bin Late Game. Ich bin immer Late Game.
Jo, Kinred, ich bin schon wieder auf dem Weg. 28 Minutes habe ich, er hat 34. Ja, okay, geht ja noch. Ich könnte mehr haben, aber... Als Swain kannst du halt nicht pushen, ohne Witz. Geht nicht. Ja, die haben Bar-Jungle. Jetzt habe ich die Ulti. Einfach mit Gemütlichkeit immer ins Glas hitten. Und die nächsten auch wieder. RTF hat halt einen krassen Poke in dem Sinne, wenn du Stun-Karte kriegst, volle Combo drauf, gehst weg, bla bla. Halt ja nicht so ganz, weil ich komme da nicht ran. Oh, der ist schon Level 7. Was? Hat der sich ein Item geholt, bitte? Na gut. Der geht ja mal auf Early Game komplett mit zwei Dorans. Weil das gibt den Early Power Spike. Ich versuche mich hochzuheilen jetzt halt. Na, verdammt. Ich führe immer so ein bisschen Ulti an, Ulti aus, weil je länger sie geht, umso mehr zieht sie ja. Ja, ich kann den nicht aufhalten. Ich kann den TF nicht aufhalten. Ich kann ihn nicht davon abhalten zu springen. Auch nicht in meiner Situation und bla bla. Kann ich nichts gegen machen. Ich brauche so ein kleines bisschen Items. So ein Minimum an Items. Ich kann da überhaupt nicht pushen, ey. Okay, was heißt überhaupt nicht? Ja, mit Ulti so ein bisschen, aber. So, ich mache mal als nächstes. Jetzt sollte ich weggehen, weil gutes Zeitfenster. Und mit 850 wieder los. So. Okay, wir haben uns was kaufen können. Schon mal nicht schlecht. TF hat... Ja, ungefähr selben Farm. Selben Farm, aber zwei Kills. TF mit Rod of Ages ist das normal. Ich hole mir TF hier... Lich Bane. Zuerst, mehr oder weniger. Na gut, scheint er zu funktionieren momentan noch. Weil der hat ja ganz gute Karten. Ja, keine Chance, da kann er nicht weg. Wenn TF da ist, dann kann der da nicht weg. Unser spielt AD Carry, ne? So im Stil. Nö, spielt auch AP. Lol. Ja gut, solange es funktioniert. Solange es funktioniert, geht's ja. Oder so ein kleines bisschen, damit das nicht ganz so viel Mana zieht. So, nicht mehr. Oh, Twisted Fate kommt wieder. Ist immer die Frage, welcher, ne? Weil Gegenteam hat ja auch.
Ja, jetzt kann er... Jetzt muss er aufpassen, so ein bisschen. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen Power auch hinter meinen Krallen. Da einer, da einer. Jetzt habe ich gerade die Ulti benutzt. Ah, verdammt. Bei denen so schnell so viel Leben wieder hergestellt. Ja, gut. Volle Kombo abgerichtet, aber was soll ich machen, außer mich wehren? So, ich habe den Stab fertig. Hey. Komplett das Stäbchen. Ne, wir warten mal ab, das Game ist nicht vorbei. Das Game ist erst vorbei, wenn ich das sag. Findet Wayne Topnetz optimal, ne? Wir haben ein äußerstes Chaos-Team, das bauen der Champions Election Chaos. Spielt auch keiner. Ja, ja, Olaf, ja, so halb Support spielt er. Hat sie ein Support-Item zumindest geholt. Unser Kindred eskaliert. Ja, Kindred haben wir schon ewig nicht mehr gespielt. Aber die eskaliert echt, die hat schon übelste Attack-Speed. Hui, ui. Olaf, lass mir meine Minions. Geh runter zu deinem AD Carry. Ach Gott, ich laufe jedes Mal rein, ne? Ach, schon wieder! Ja, ich mach so ein bisschen Wave-Clear. Die Frage ist hier, TF, ich brauch gar nicht pingen. Sobald der Ulti macht, ist das schon klar, dass der weg ist. Aber ich kann ihn nicht aufhalten. Wenn er außerhalb meines Sichtbereiches das macht, dann kann ich das sowieso vergessen. Deswegen ist TF strong. Ich spiele ihn ja auch öfters mal. Ich brauche irgendwas, was für mehr Heilung sorgt, weil ich habe das Gefühl, dass die Gegner, die heilen sich immer bis zum Tode voll. Das Gefühl, gegnerische Swains halt sie mal todesvoll. Es wird bei Swain gar nicht vorgeschlagen, hier dieses Buch zu holen, den Codex, aber. Holt man sich das normalerweise irgendwie nicht, oder was? Warte. Hier. Holt man sich das nicht normalerweise, oder sollte man sich das nicht normalerweise holen? Finde ich jedenfalls, also vom Geschmack her. Ich sollte mir das vielleicht auch mal holen. Kindred, das Kindred ist nicht so stark in dem Patch. Kindred ist jetzt einfach gefeedet. Naja, solange Jungler was machen kann. Wir gucken mal. Swain ist aber auch sowieso erst Late Game. Was will ich im Early machen? Nix. Ich kann Minions farmen mit Auto-Attacks. Ich habe jetzt nicht so viel Mana, dass ich ständig hier die Ulti anlassen kann. Außerdem hat man öfters mal so ein richtig schlechtes Timing mit der Ulti, dass da einfach... Dass du einfach die Last jetzt nicht kriegst. Die kriegst du einfach partout nicht. Ja,
Egal, Drake haben wir gekriegt. Ja, vielleicht ändert sich das jetzt ja gleich alles, das Klima so ein bisschen. Das Game-Klima. Und wir können mal was reißen. Ich habe das Gefühl, ich komme irgendwie an nichts ran. Wenn ich an was rankomme, dann poke mich erst zu Tode, bevor ich überhaupt irgendwas weiteres machen kann. Also bei TF jetzt zum Beispiel. Ja gut. Boah, Olaf will den. Lol, der Kreis ist gerettet. Ja gut. Jackson oben. Die Warnung war zu spät. Kommt er weg? Ja, der kommt weg. Der kommt weg. Oh, ich würde echt mal gerne diesen Will of the End Signs mir holen. Sollte ich einfach mal machen, so just for fun? Ich mach das jetzt mal. Quill dieses Buch, ey. Ist schon übelst OP dann. Zum Thema hochheilen. Ich habe einfach. Ich habe gefühlt zu wenig Sustain, ich verstehe das nicht. Gegnerischer Swain, der heilt sich in 10 Sekunden voll. Aber wenn ich den Swain spiele, dann passiert gar nichts. Ja, ich habe den Masteries, das Spellvamp drin, alles Mögliche. Okay, am Champion heilt er sich natürlich mehr als im Minion, das ist klar, aber trotzdem. Ich habe das Gefühl, ich kann einfach nichts machen. Hat trotzdem eine super Winrate mit dem, keine Ahnung wieso. Das läuft immer. Aber einen Kill könnte ich auch mal kriegen, irgendwie. Oh, da sind Jax. Ja. Der kommt wohl weg. 490. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Heilen aussieht. Was bleibt mir dann eigentlich noch übrig zu machen? Ja. Kackfalle. Caitlyn regt mich so auf die letzte Zeit. Krieg ich sie noch? Oh, ich krieg sie noch. So, Will of End Science, bitte. Und jetzt will ich da Live-Rack sehen. Jetzt will ich da eskalieren. Ich hole mir jetzt das Ding. Oder ich hab's schon, ist mir egal jetzt. So, dann will ich mal sehen, ob das jetzt hier einen gravierenden Unterschied macht. Sollte es zumindest. Es sollte es einen gravierenden Unterschied machen. Aber keine Ahnung, es wird. Es scheint nicht üblich zu sein, dass man sich den holt. Warum nicht? One third to AOE effects. Aber ist die Ulti von Swain eine AOE?
Ist halt ein Rabe, der jeweils Einzelziele macht. Sind halt drei Raben. Also müsste es ja eigentlich drei Einzelziele sein. Macht jetzt nicht wirklich Flächenschaden. Sondern limitierter. Drei halt. Ich hole mir gleich mal ein bisschen bisschen Damage oder so und dann sehen wir ja. So, TF geht halt auch runter und jetzt kann man theoretisch, wenn es jetzt ein Ranked wäre, so eiskalt hier Turm für Turm holen, was geht. Was geht man hier als zweites? Ist das weh? Ich habe was cool gemacht. Jo. Kind von Ulti hat mich gerettet. Soll ich ihn retten? Ja, ich habe ihn gerettet sogar. Ich habe ihn festgehalten. I saved him. Ich habe die Assist auf die Beine gekriegt, also habe ich sie getroffen. Juhu, das war not bad. Ey, so viel Kiten. Wenn er da ordentlich kills. Juhu, das sieht gut aus. Wir haben schlechtesten performt irgendwie. Die Gegner haben auch schon surrendered. What? Das war viel zu kacke, das Game. Ich will noch eins machen mit Swain. Also Leute, nächstes Game wird noch mit Swain, aber diesmal geht's hoffentlich ein bisschen anders. Mal schauen.